Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pioneers of Pagonia hier bei mir auf dem Kanal. Was mit ihm? So, ich dachte, der liegt auf dem Boden. Wir kümmern uns heute um die Militärakademie und gegebenenfalls bauen wir hier noch die Werkzeugschmiede hin. Schneiderei weiß ich gerade nicht. Ja, brauchen wir für Rüstung und so, ne? Was brauchen wir denn da? Das ist die Werkzeugschmiede. Waffenschmiede, Rüstungsschmiede. Ich will hier unten gern eher die Sachen haben. Ja, oder? Kunstprägerei. Ja, mal gucken, wann wir die bauen. Also, die haben gerade wieder ein bisschen zu tun hier. Die müssen einiges bauen. Ich bin mir sicher, wir müssten demnächst auch... Was sagt eigentlich der Kohl? Weil wir machen mal hier... Machen wir mal Stopp. Haben wir den Kohl und so. Und was macht unser Weizen? Naja, Flachs, naja. Weizen wird direkt verarbeitet halt, ne? Oh. Worunter zählt das jetzt? Ja. Rot. Okay, der eine Baum hier noch. Und noch ein bisschen Feuerholz und so. Okay, Afrika wurde eingenommen. Was sagen die Grenzsteine? Haben wir noch. Nur was sagen die Entdecker? Wie weit haben sie entdeckt? Halt das Stück eigentlich auch mal einnehmen lassen. Wechseln wir mal kurz. Dürfen die mal wieder arbeiten. Das hier noch einnehmen. Hier ist Eisen. Sehr viel Eisen und Silber. Kohle. Kein Gildenhaus verfügbar? Entdecker. Ich habe hier keine Entdecker, die ich ausrüsten kann. Hier. Man kann die bestellen lassen. Okay, dann macht mal. So, die Schneiderei ist fertig.
Wir brauchen erst Eisenbahn und Leder, bevor die hier wirklich arbeiten können. Und das Leder, kriegen wir Leder von den Rehen? Wenn ihr gerade nichts zum Sammeln habt, dann... Ob das noch funktioniert da hinten? Wir holen jetzt hier den Bogen. 94 Grenzsteine, alles kein Problem. Achso, das geht natürlich jetzt nicht vorwärts, weil wir keine Rucksäcke haben. Ich kann jetzt hier 3 Rucksäcke machen, aber dann... unser Leder wahrscheinlich bald weg. Okay, damit das halt dann alles läuft, brauchst du halt dann die Werkzeugschmiede, du brauchst die Schneiderei, du brauchst, ja. Damit das Ding läuft, muss halt auch der ganze Rest laufen und dafür brauche ich Leder. Brauche ich 4 Leder pro Rucksack? Ne, ich brauche anscheinend 5 Leder pro Rucksack. Mein Leder ist alle. Cool. Leder und Leder. Dann muss jetzt hier langsam, müssen wir irgendwie zu den Rehen. Langsam, aber sicher. Wir sind jetzt wieder 12 verfügbar. Ah, egal. Habe ich jetzt nicht verstanden. Wir brauchen anscheinend 1 Leder pro Rucksack und die haben sich jetzt einfach 8 Leder hingelegt. Naja, okay. Gut für mich, muss ich sagen. Hier stehen einfach Grenzsteine auf dem Essensplatz. Wir machen hier nur noch Weizen, richtig? Richtig. So, erst
Okay. Ihr habt erstmal Feierabend. Hier ist so ruhig und hier ist richtig Trubel. Da hat es kurz geleckt. War ein Ausgangslager voll. Macht ihr eben erstmal alle Pause. Ich kann es ja nicht ändern. Ich kann nicht so viel verbrauchen, wie ihr abbaut. Wo soll ich hin damit? Wenn die dann alle dastehen und warten. Was sagen unsere Rationen für unsere Entdecker? Ja. Was ist das hier? Für ein Gebiet? Könnt ihr das hier noch wegmachen? Bitte. Was für Pflanzen wurden hier entdeckt? Flachs. Eisen. Okay. Ja, wir müssten hier hoch, weil hier ist Silber. Eisen. Wir haben 100 Grenzsteine. Wir könnten dort auch... Wenn die das Pupsel hier auf der Minimap da weggemacht haben, dann können sie weiter hier rüber. Mit dem Berg ist ein bisschen blöd. Der ist so ein Weg. So, wir haben 500 Arbeitslose. Fast 800 Menschen in unserem Dorf. Wir haben fast die Hälfte der Orientierungsaufgaben abgeschlossen. Es geht gut vorwärts. Ich kann mir vorstellen, es kommt dann so ein bisschen zu einer leichten Stagnation, weil... man auf Sachen wartet, etc. Was ist denn das hier noch für ein Mini-Pupsel? Das Land gehört mir nicht hier. Könnt ihr das auch noch bitte einnehmen? Was ist das hier? Wäre euch sehr verbunden. Für ein Zeichen. So, polieren. Das ist für die Grenzsteine. Okay. Sehr gut gearbeitet. Jetzt könnt ihr darüber. Genau. Da lang. Ich gucke mal kurz, was wir hier unten an Gebäuden, wo wir noch null haben. Garnison, Militärcamp.
Baustellencamp. Ja, so ein. Ich will auch ein Baustellencamp haben. Guck mal, ihr könnt euch hier am Strand. Könnt ihr euch platzieren. So, machen wir erstmal auf Pause. Wir haben es gebaut. Eine Abkürzung. Ich baue mal noch ein paar Wege. Ich glaube, die Wege kosten mich ja nichts. Na, dann kommen die Leute besser von A nach B. Denn jetzt eigentlich hier? Wartet ihr auf eure militärische Ausbildung? Optionen haben wir noch genug. So, ihr habt hier jetzt bald ein paar Steine. Eingenommen. Sehr gut. Ration aus Brot machen. Keine schlechte Idee. Wir haben genug Brot. Ich glaube, die Sammlerhütte hier können wir eigentlich abreißen. Die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Hier ist nichts mehr. Was sollen sie hier noch sammeln? Wo nichts ist, kann nichts gesammelt werden. Kürbis werden wir auch nicht los, weil hier nie was produziert werden kann, weil Häuser voll sind. Ich habe hier blöd gebaut, ich hätte hier vielleicht noch einen Durchgang lassen sollen. Ich glaube, wenn du regelmäßig Aufbauspiele spielst, hast du auch von vornherein schon eine andere Herangehensweise, wo du welche Häuser vielleicht platzierst, weil du genau weißt, welche Gewerbe, also Holz, Stein, Wohn, Landwirtschaft etc. pp., wie viel es da so gibt, für was für Bereiche du eben Platz brauchst und kannst du das. Dann kannst du das direkt ganz anders anordnen. Bei mir ist halt jetzt so ein bisschen kreuz der quer. Das mit dem Markt, das sieht auch richtig hässlich aus. Aber es geht ja zum Glück nicht um Schönheit. Was ist das hier eigentlich? Eingenommenes Gebiet, entdecktes Gebiet. Oh, ich habe fast die Hälfte der Insel entdeckt. Kann das sein? Okay. Ich habe tatsächlich nie auf die Zahlen geachtet, ob die sich geändert haben. Oder nicht? Wartet mal, könnt ihr mir noch den Zipfel hier einnehmen? Der stört mich.
Ist der auf der Minimap, dass hier noch so ein Stück Land ist, wo ich nicht hin darf. Die haben halt alle nichts zu tun gerade. Jetzt aus mit Stoff. Stoff haben wir halt noch. Seil brauche ich auch gerade nicht. Ich soll eine leichte Rüstung herstellen. Aber wo sehe ich denn, was ich für die leichte Rüstung brauche? Weberei. Haben wir schon eine Weberei? Ja, wir müssen eine Weberei haben. Das ist doch hier eine Weberei. Um leichte Rüstung herzustellen, brauchst du Leder, das dein Jäger von Rene hält, oder Stoff aus der Weberei. Stoff habe ich. Die nimmt aber Leder. Keine Ahnung, was das hier bedeutet. Wie ich auswählen kann, dass die Stoff nehmen soll. Ah. Ich hab's gefunden. Nimm lieber Stoff. Stoff kriegen wir eher zusammen. Holzspeer. Wir haben Holzspeere. Lass mal einen ausbilden. So, ihr baut hier unten aus. Sehr gut. Oben schon ein bisschen an Eisen. Ich müsste hier oben oder so noch einen Wachturm hinsetzen, damit die besser noch Land einnehmen können. Aber noch komme ich auch mit dem hier unten hin. Ja, da habe ich noch ein bisschen Radius, was sie noch einnehmen können von hier aus. Von daher. Die können alle nichts mehr abbauen, weil alles voll ist. Ich krieg das Zeug nicht los. Ich lebe im Überfluss. Ich krieg das Zeug nicht los. Okay, leichte Rüstung fertig. Hier liegt Stoff. Da, meine Damen, hier liegt Stoff. Können Sie den bitte mit zur Seite räumen? Und hier liegt auch, hier liegt Leder und Stoff. Es ist ein bisschen unordentlich hier bei Ihnen. War ein Ausgangslager voll. Muss ich noch ein Mehllager? Bauen.
Mein Ausgangslager voll. Ich weiß doch auch nicht. Rekrutierung abgeschlossen. Du bist die neue Wache. Willkommen im Dienst. Okay, hier sind sie fertig. Genau, dann geht ihr jetzt dort hoch. So. Es läuft. Ich weiß gerade nicht so richtig, was ich noch tun soll. Wie gesagt, ich habe hier noch so ein paar Sachen nie gebaut. Aber Schritt für Schritt. Magische Fackel. Das brauche ich halt dann. In der ersten Folge gab es ja so eine Auswahl an Maps, ne? Da habe ich ja eine Map gesehen mit so magischem Wesen. Ich denke, dafür brauchen wir die dann. Brauchen wir auch Smaragd dafür und Silberdegen und Rubinen. Ich hab hier schon wieder blöd gebaut. Warum hat denn von euch keiner was gesagt? So. Dann haben wir die Werkzeugschmiede. Aber die wird erst nächste Folge fertig. Werkzeugschmiede und dann gucke ich, was ich hier noch so alles noch nicht gebaut habe. Und gucke, dass ich noch einen Wachturm baue und die Wachtürme besetze. Ja. Aber wir sind quasi... Gut. Wir sind quasi gleich bei der Hälfte. Ist das cool? Das ist sehr cool. Ja, aber ich sag erstmal Tschüssi für heute. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Und wir sehen uns sehr gern morgen wieder, wenn ihr Lust habt. Bis dahin, ich winke euch zu und wünsche euch noch alles Gute. Bis morgen oder so. Macht's gut. Tschüss.